Wenn du selbstständig bist in der Schweiz oder ein kleines Unternehmen hast, dann ist die Chance relativ hoch, dass du Bexio verwendest, um Rechnungen zu versenden. Wenn du Bexio nicht verwendest, sondern irgendein anderes Tool, dann ist dieses Video vielleicht nicht so für dich, aber du könntest natürlich das gleiche Prinzip auch umsetzen mit einem anderen, vor allem webbasierten Rechnungstool. Was wir tun wollen, kleine Prozesse in unserem Workflow automatisieren, damit wir weniger von dieser nicht so spannenden Arbeit haben. Im Fall von Bexio zum Beispiel, das Erfassen von neuen Kunden in Bexio ist zwar irgendwie nett, wenn man sieht, man kriegt neue Kunden, aber macht nicht so viel Spaß. Wir wollen jetzt eine kleine Automation machen, bei der ich in Gmail oder in Outlook in einer E-Mail ein Label hinzufügen kann. Bexio Add nennen wir das. Und sobald eine E-Mail dieses Label erhält, dann wird daraus ein Kontakt gemacht in Bexio mit Firmennamen, Adresse, Straßennummer, Postleitzahl, Ort, E-Mail-Adresse und allfällige Bemerkungen. Wir schauen mal, wie weit wir da kommen. Wir wollen also in Make eine kleine Automation machen, ab Gmail in meinem Fall, Watch Emails, und das ist recht straightforward. Wenn du das noch nicht in Make hinzugefügt hast, Make kannst du übrigens kostenlos verwenden. Ich habe einen Link unter diesem Video, klick darauf und du kannst einen kostenlosen Account machen und sowas kostet nichts. Da Add hinzufügen, deine Verbindung zu deinem Gmail, da musst du ein paar Klicks tun, das habe ich jetzt schon. Jetzt für mich Folder. Ich wähle jetzt alle E-Mails, All E-Mail, und mache hier eigentlich nichts weiter. All E-Mail, Simple Filter. Mache jetzt ein Gmail-Filter und da kann ich einen Suchtext eingeben und in meinem Fall will ich auf ein Label achten, also wenn eine neue E-Mail ein Label erhält, nämlich Bexio Add, Label Doppelpunkt Bexio Add, dann soll dieser Automationsworkflow losgelöst werden. Dann nur eine E-Mail aufs Mal. So viele neue Kunden erhalte ich nicht. Okay. From now on, das ist okay. Und jetzt wollen wir aus dieser E-Mail bisschen was herauslesen und dazu das dann auch interpretieren. Das heißt, wir brauchen ChatGPT, um das zu analysieren. Create a completion, also ein Prompt. Wähle 4O. Da muss ich jetzt natürlich Prompts eingeben. Ich teile meine Prompts gern ein bisschen auf, dass es auch übersichtlicher ist für mich, ein bisschen übersichtlicher. Add Message als System, so eine ein Grundprompt erstmal, und zwar du liest Adressen aus E-Mail-Texten, das wollen wir tun. Wir versuchen, die Adresse eines Unternehmens aus einer E-Mail-Nachricht zu extrahieren. In der Regel sind die Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland oder Österreich. Das sind jetzt meine Kunden. Als Resultat muss ein JSON-File, Vorlage folgt, entstehen. Okay, natürlich musst du das anpassen für dich, wenn all deine Kunden in Deutschland sind oder in der Schweiz, dann entsprechend ändern. Als Resultat, JSON heißt, dass wir nicht einfach nur eine Chat-Nachricht erhalten als Resultat, sondern etwas, das wir im weiteren Verlauf dieser Automation schön verwenden können mit einzelnen Feldern. Das ist ein kleines File-Format, wo wir verschiedene Feldnamen mit ihrem Wert einfach haben. Das macht es viel, viel einfacher, damit zu arbeiten nachher. Okay, ist überhaupt nicht kompliziert. Wir schauen dann da rein, wie das ausschaut im übernächsten oder so. Prompt. Also nächster Prompt. Add Message. User. Als Land nehmen wir normalerweise die Schweiz, also Schweiz, außer wir finden Angaben zum Land in der E-Mail. Wenn die Postleitzahl über 9999 ist, ein bisschen aufpassen damit. Also für Deutschland, ja, wir müssen da gut testen. Nehmen wir Deutschland. Wenn in der Absender e-mail-adresse.ch.de
.at vorkommt, nehmen wir das entsprechende Land. Okay, ein bisschen da Ideen geben, wie ChatGPT das Ganze finden kann. Dann weitere Nachricht, User, Message Content. Du versuchst Vorname und Nachname des E-Mail-Versenders, Absenders auseinanderzuhalten. Ja, in der E-Mail haben wir ein Feld für Absendername, das ist nicht schön getrennt in Vor- und Nachname, sondern ein Feld in der Struktur. Und ChatGPT muss da jetzt ein bisschen geschickt sein und Vor- und Nachname auseinanderhalten. Wie ein Mensch halt auch. Okay. Dann ergänzen wir noch, falls es noch etwas anderes Interessantes gibt in dieser E-Mail. Wenn du weitere interessante Daten findest, die in keine Felder passen, ergänze sie im Feld Bemerkungen. Das könnte zum Beispiel eine Ergänzung zu den, durch den Absender sein oder die Mehrwertsteuernummer, falls sie angegeben wurde. Ja. Kreativ sein, ChatGPT, einfach kreativ sein. Wir brauchen da ein bisschen Mitwirkung, nicht wahr? Message 5. Hier geben wir jetzt das JSON mit ein kleines Beispiel für ChatGPT, wie das File aussehen soll. Und du siehst hier, es ist immer Feldbezeichnung und dann Doppelpunkt und dann Inhalt des Feldes. Wir schreiben jetzt im Inhalt einfach, was da nachher reinkommen soll und hoffen, dass ChatGPT das ein bisschen versteht, was wir meinen damit. Dann ist Komma und dann das nächste Feld Adresse. Oh. Da ist, da müsste jetzt Doppelpunkt sein. Straße und Hausnummer. Dann Komma. Postleitzahl, Postleitzahl, Ort, Ort, Land, Land, Vorname, Vorname. Nachname, Nachname, Bemerkungen. Okay, also das ist das kleine File. Mehr nicht, das wir brauchen, um nachher in Bexio das Ganze abzufüllen. Jetzt müssen wir diesem OpenAI-Modul natürlich dann auch die Daten aus dem roten Modul mitgeben, damit ChatGPT weiß, mit was da zu arbeiten ist. Und zwar geben wir drei Felder mit aus der E-Mail. Wir wissen, das ist jetzt eine E-Mail, das haben wir händisch in unserem Gmail mit Bexio Ad gekennzeichnet. Das heißt, irgendwie ein Kunde hat uns die Rechnungsadresse da drin geschickt, aber wahrscheinlich in irgendeinem Format, das ein Mensch gut lesen kann, aber bisher so wie recht aufwendig programmieren müssten, um alles abzudecken, um das herauszulesen. Die AI kann das jetzt recht gut, hoffentlich. Also hier der Absender, Sendername, das ist Sam Abstand Steiner zum Beispiel. Hier die E-Mail-Adresse des Absenders und hier der Inhalt der E-Mail, wo dann daraus die ganzen Bemerkungen und all die Felder der Adresse herauskristallisiert werden müssen. Okay? Das ist eigentlich schon alles mit unseren Prompts. Aber weil wir ein JSON-File als Resultat wollen und nicht einfach nur Text, müssen wir hier noch Advanced Settings und da gibt es die schöne Setting Response Format umstellen auf JSON. Und wenn wir das tun, müssen wir das irgendwo in den Prompts, System oder User Prompts erwähnen, sonst kann es sein, dass es da ein Hiccup gibt und never ending weiß nicht was. Okay. Gut. Mehr müssen wir hier nicht einstellen, diese Prompts. Und hoffen, das funktioniert so. Dann, weil wir jetzt ein JSON-File heraus erhalten aus diesem Modul, müssen wir dieses JSON auch interpretieren können. Das nennt man Parsen, Parse JSON. Und zwar ist das sehr simpel, dieses Modul. Das nimmt einfach das JSON-File, in diesem Fall jetzt aus dem grünen OpenAI-Modul und schaut es an, schaut all diese Felderpaare an und stellt uns dann diese einzelnen Felder
zur weiteren Verwendung zur Verfügung. Also ich muss aus dem grünen Feld, dem grünen Modul, das da Message Content, das Resultat diesem JSON-Parser geben. Das nutzt ein bisschen, dass es nicht das letzte Modul sein will, aber das ist kein Problem. Ab und zu speichern wir hier und da sagt es die Warnung, ja, JSON sollte nicht das letzte Modul sein, save anyway, damit wir auf der sicheren Seite sind. Kleiner Tipp für dich, wenn du mit Make arbeitest, immer wieder speichern unterwegs. Da die meisten Leute, die mit Make arbeiten, haben auch schon einiges verloren, weil es nicht automatisch speichert. Was ja auch seine Vorteile hat. Okay, jetzt gehen wir mit diesen Daten, die wir hoffentlich jetzt haben, schön als einzelne violette Felder, zu Bexio. Und was wir zuerst tun wollen, add module, suchen nach Bexio. Wir wollen hier zuerst schauen, ob es diese Firma, die ChatGPT herausgelesen hat, mit dieser E-Mail schon gibt im System oder nicht. Das heißt, wir searchen, wir suchen nach diesen Kontakten. Auch hier, du musst da mit add deine Bexio-Verbindung herstellen. Das sind dann 2-3 Klicks. Habe ich schon getan. Filter. Und wir wollen jetzt suchen nach Primary Company Name, also die der Hauptname des Unternehmens. Und hier equals. Und jetzt aus dem violetten Modul, da haben die violetten nicht, weil wir noch keine Daten durch das System hindurchgelassen haben. Okay, was wir hier tun, ist also ein solches E-Mail erstellen. Sam at. Und Subject Test die 2, das Subject spielt nicht so die Rolle. Und ich nehme jetzt einfach mal diesen Text. Mach aber eine andere Testfirma rein. Test. Unternehmen. Bahnhof. Straße. Und gerne jeweils per E-Mail als PDF und hier unsere Mehrwertsteuernummer. Das ist eigentlich nicht so relevant in den meisten Fällen. Und Sam Steiner. Nein, ich schreibe einfach Sam. Mal schauen, ob das dann so klappt. Also, send. Jetzt finden wir, okay, das ist jetzt die E-Mail, die passt für unseren Workflow, aber jetzt müssen wir natürlich diesen Label hinzufügen. Wenn du noch keines hast, dann kannst du hier oben Labels. Ich habe jetzt schon Bexio Add, aber du kannst auch Create New. Ich füge jetzt einfach Bexio Add hinzu, Add. Gut, gehen zurück zu unserer Automation und jetzt sollte eine E-Mail auftauchen, wenn wir das durchführen, weil wir diese E-Mail jetzt in Gmail haben. Okay, E-Mail wurde gefunden, wurde weitergereicht, JSON wurde erstellt, dieses kleine File, es hat aus der ganzen E-Mail schön herauskristallisiert Mehrwertsteuer minus Nummer. Mehrwertsteuer. Das jetzt nicht, aber okay. Das ist die freie Interpretationsfreiheit von ChatGPT als Teammitglied. Die können auch ein bisschen das anders machen, als wir das vielleicht wollen würden. Wir haben also ein JSON-File. Wir gehen mit diesem JSON-File jetzt. Jetzt haben wir die Felder hier drin. Primary Company Name suchen, nämlich ist das die Firma. Ich will aber, dass auch, es kann ja sein, dass eine große Firma von unterschiedlichen Leuten aus mich kontaktiert hat, also suche ich auch noch nach die E-Mail
sollte gleich sein wie aus dem roten Gmail-Modul die E-Mail-Adresse. Okay? Beides muss gleich sein, dann wollen wir stoppen, weil dann haben wir es schon im System. Also wir wollen jetzt entweder nur einen Datensatz aufs Mal. Entweder haben wir was oder nicht. Okay. Das heißt, jetzt kommt hier ein Datensatz oder kein Datensatz. Jetzt wollen wir, um es abzufüllen mit dem richtigen Land, brauchen wir die ID des Landes. Das ist eine Zahl, die schwierig ist zu finden in Bexio. Bexio hat eine Länderliste mit Zahlen zu jedem Land. Schweiz ist ID 1. Und dann aber, wenn jetzt etwas von Österreich herkommt, weiß ich jetzt nicht, welche ID das hat. Könnte man im Quelltext in den Ländereinstellungen in Bexio herauslesen. Aber besser mache ich jetzt einfach Bexio. Search Countries. Search Countries. Und zwar nehme ich den Namen des Landes. Und da mache ich jetzt Like. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht Groß- und Kleinschreibung beides akzeptieren würde. Und jetzt nehmen wir aus diesem violetten JSON-File das Land. Auch hier, wir brauchen nur ein Land. Okay. Jetzt haben wir das Land gefunden in Bexio und dazu haben wir dann auch die ID des Landes. Jetzt wollen wir das Ganze einfach reinspeichern in Bexio. Und zwar Create a Contact. Es gibt dann eine kleine Limitation in Bexio. Und wenn jemand von Bexio da zuschaut, bitte repariert das und meldet euch in den Kommentaren hier, weil es wäre recht viel cooler, wenn ihr das reparieren würdet. Okay. Ich habe jetzt Create a Contact und kann jetzt einfach abfüllen. User-ID ist jetzt einfach mein Account in Bexio. Contact-Type ist Company, in meinem Fall Company-Name. Nehmen wir aus dem violetten JSON-File, Firma. Und hier sehen wir, wie wir die einzelnen Felder brauchen. Company-Edition, das ist so wie ein zweites Feld. Da peppe ich jetzt den Namen rein. Wir reden noch über diese kleine Limitation. Diese Dinge sind für mich jeweils irrelevant, interessieren mich nicht. Adresse haben wir Bahnhofstraße 75, super. Postcode, Postleitzahlfeld, City, Ortfeld. Und jetzt eben die Country ID. Und weil wir das jetzt als ID haben in diesem neuesten Modul, Country ID, nicht hier, und hier unten bei Country ID, wenn dieses Pulldown kommt, dann, das hilft uns nicht, weil da müssen wir etwas wählen. Wir müssen hier Map klicken, damit wir hier direkt mit einem Feld rein können, nämlich Country ID. Aus unserer Search Countries Modul. E-Mail Address nehmen wir jetzt aus dem Gmail Modul hier, E-Mail Address. Phone interessiert mich praktisch nie. Aber du könntest natürlich das Ganze noch aufbohren und ein Feld machen im ChatGPT, also im JSON dann, mit Telefonnummern, von mir aus auch Faxnummern, Language ID, Deutsch, in meinem Fall immer Deutsch. Immer Kunden jetzt in diesem Fall. Remarks könnte interessant sein, da zum Beispiel reinzuschreiben ab make.com, dass wir wissen, das kommt ab der Automation, dass wir vielleicht noch ein Auge drauf halten. Und wir haben ja auch noch das Bemerkungsfeld hier. Das fügen wir dazu. Das heißt, es peppt jetzt einfach Mehrwertsteuernummer hier in die Bemerkungen.
weil da kann plötzlich auch irgendeine andere Zeile dazu noch kommen. Das heißt, wir können das jetzt nicht hier oben irgendwo, also ich kann sogar nicht mal, ich kann die, das Feld Mehrwertsteuer-ID gar nicht ausfüllen hier in diesem Pexio-Modul. Okay. Also füllen wir das alles bei Bemerkungen rein. Alles okay, so okay. Gut. Jetzt haben wir bei Search Contacts noch geschaut, gibt es die schon im System oder nicht? Und das müssen wir jetzt auch etwas machen mit diesem Resultat. Wir machen jetzt hier ein Filter und wir sagen, wenn Search Contacts Number of Bundles ist equal to 0, wenn es nichts findet im System, dann nur geh weiter und füll den Kontakt ab. Speichern jetzt das Ganze, weil eigentlich sind wir schon fertig. Wir haben jetzt also eine kleine Make-Automation, die wir zum Beispiel jetzt einschalten könnten und jede Stunde laufen lassen könnten, automatisch im Hintergrund. Immer wenn ich in Kontakt bin mit Kunden, mit neuen Kunden und ich die Rechnungsadresse abfrage, sie mir das zurücksenden, muss ich nur noch in Gmail den Label Bexio Add hinzufügen, dann rattert das durch. Beim nächsten Durchgang wird ein Kontakt in Bexio erstellt. Saven wir das und schauen mal Kontakte, Bexio, Testfirma haben wir hier. Ich reloade das. Ich glaube, wir haben Testunternehmen geschrieben. Ja, Testunternehmen AG. Das heißt, und Zürich. Testfirma in Jona ist also nicht unseres. Jetzt lassen wir das laufen. Und weil es keine neue E-Mail gefunden hat, läuft es nicht durch. Ich müsste jetzt eine neue E-Mail senden oder nochmal schreiben mit einem Kunden. Oder ich gehe jetzt hier hin und sage Choose where to start und wähle das E-Mail, das wir vorhin schon verwendet haben. Test die 2. Okay. Und jetzt lasse ich es mit dieser E-Mail nochmal durchrattern. Das geht jetzt zu ChatGPT, schaut sich das an, macht sich Gedanken, macht ein JSON, sucht, ob es existiert. Existiert nicht mit Testunternehmen. Also geht's weiter. Search Countries findet Land Schweiz mit Country ID 1. Super. Füllt alles ab in. Oh, muss hier klicken. Füllt alles ab in Bexio. Und wenn ich jetzt Bexio nochmal reloade mit dem, der Suche nach Test, sollte ich ja Test unternehmen. Ich klicke rein. Adresse stimmt, Ansprechpartner Sam Steiner, super. Make.com Mehrwertsteuernummer reingeschrieben, E-Mail drin, alles gut. Fast alles gut. Jetzt gehe ich zurück zu dieser Übersicht. Es sind jetzt also 2 Unternehmen drin. Wenn ich es nochmal laufen lasse, sollte nichts mehr gehen erstmal. Weil diese E-Mail haben wir schon verarbeitet, ja. Nichts passiert, nur hier 1, aber keine Sprechblasen hier. Das hat hier direkt gestoppt. Außer wir lassen es nochmal durchrattern mit dieser gleichen E-Mail. Das sollte dann nur bis hierhin kommen zu diesem Filter, weil die Firma schon existiert in Bexio, wird es nicht nochmal doppelt angelegt. Also wir choosen where to start. Select first E-Mail. Wir wählen wieder das Testunternehmen AG. Okay. Lassen das rattern und wollen jetzt nicht, dass es nochmal dieses Unternehmen erfasst. Aber es geht durch, schaut sich das an, schaut in Bexio, oh, es gibt's, also Filter 0, nichts passiert ab hier. Wir sehen diese Sprechblasen, gingen nur bis hier. Wir haben also immer noch, wenn wir reloaden, nur diese 2 Firmen drin. Also nicht doppelt dieses Unternehmen. Super. Jetzt
die Schwachstelle von Bexio in Make.com, das Modul Bexio in Make.com, ist ein bisschen limitiert. Es gibt hier Felder, die ich nicht abfüllen kann. Und was ich gerne habe in Bexio ist die Firma als Hauptdatensatz und dann hier Kontakte hinzufügen, weil manchmal hat man mehrere Kontakte bei einem Unternehmen. Und dann hätte ich sie gerne als separate Kontakte hier. Da kann ich bei Rechnungen dann wählen und alles ist unter der gleichen Firma. Testunternehmen mit 4 verschiedenen Kontakten drin. Das kann ich leider in Make nicht machen mit dem Standard Bexio-Modul. Also Hinweis an Bexio, wenn ihr das seht, gebt mir einen Tipp, wie man das umsetzen könnte, über API-Calls oder so. Oder besser, macht in euren Modulen, wenn ich einen Kontakt erstelle, hier einfach noch das Feld rein, Mother ID, ID meines Mutters. Oder Company, Mother Company ID oder sowas. Zumindest, wenn ich hier auswähle Person, dann Company ID als Feld. Dass ich diese Person, die ich hinzufüge, diesem Unternehmen zuweisen kann. Weil ich dann nach dem Erstellen des Unternehmens hier nochmal ein Bexio-Modul anhängen könnte, Create a Contact. Und ich könnte hier meine User-Owner, das ist Kontakt-Type jetzt, die Ansprechperson oder der Kontakt, und das hier abfüllen, aber dafür brauche ich ein Feld, um zu sagen, das gehört jetzt zu diesem Company. Bexio, wo ist das Feld? Ich zumindest finde das nirgends und auch das Contact Branch ID ist es nicht. Bitte ergänzt das, dann wäre diese Automation noch ein bisschen besser. Im Moment ist es halt so, es füllt Firma mit der Ansprechperson direkt in einen Datensatz in Bexio und ich kann damit dann auch Rechnungen schreiben und in vielen Fällen reicht das dann auch. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch und vor allem achte darauf, dass du abonniert bist in diesem YouTube-Kanal und wenn du Make ausprobieren willst, Link unten in der Beschreibung und das ist ein Affiliate-Link, das mir auch ein bisschen hilft, wenn du diesen Link verwendest und schau das andere Video, das hier eingeblendet wird, zu diesem Thema mit den ersten Schritten zu make.com.